In der österreichischen Hauptstadt Wien treffen sich die Staats- und Regierungschefs von Österreich, Ungarn und Serbien zu einem Migrationsgipfel. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer empfängt Ungarns Regierungschef Viktor Orbán und Serbiens Präsident Alexander Vucic. Ein Schwerpunkt des Treffens soll die Stärkung des Grenzschutzes sein. Neben den Staats- und Regierungschefs nehmen auch die Außen- und Innenminister sowie Vertreter der Polizei aus den drei Ländern an den Gesprächen teil. Ungarns und Serbiens Umgang mit Flüchtlingen ist in Europa umstritten. Orbán fährt einen strikten Abschottungskurs gegenüber Migranten. An Serbien gab es Kritik der EU wegen Visaerleichterungen für Drittstaatler, die dann in die Europäische Union weiterreisen.